So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir wollen wieder was ganz Besonderes testen. Ich war nämlich gerade im Bad und habe meinen Bart im Bad ein bisschen rasiert, weil das schon wieder so pelzig aussah. Jetzt sieht es wieder aus wie davor, nur mit weniger Pelz dran. Und deswegen habe ich euch zwei super geniale Getränke mitgebracht, die bestimmt niemand kennt. Da steht nämlich New 79P. Sollen das jetzt Pfennig sein, ja? Ne, das ist hier, wie heißt denn die Währung? Jetzt schreibt es mal rein, wie die Währung heißt mit P. A Taste of the Caribbean. K Sparkling Strawberry Soda. Und auf der anderen Seite habt ihr A Taste of the Caribbean K Sparkling Tropical Crush. Von denen haben wir, glaube ich, schon mal irgendeine Dose gehabt, irgendeine blaue Dose, da stand Sparkling Caribbean K-Cola. Und wenn man das eingibt, irgendwie K-Cola, Sparkling, Ramses Kitchen, irgendwas, findet man bestimmt noch was dazu. Und jetzt im Urlaub in Rudolstadt habe ich die zwei Dosen entdeckt, die ich beide eben noch nicht kannte. Tropical Crush, Strawberry Soda. Wir haben wieder zwei Gläschen. Wir werden die beide einfüllen, beide mal zeigen, wie die ausschauen. Dann beide zusammenfüllen in ein Glas, nachdem wir probiert haben, und schauen, welches eben besser schmeckt. Fangen wir mal mit Strawberry Soda an. Das ist also eigentlich nur Erdbeerwasser oder Erdbeerlimonade, wie auch immer. Steht da noch was drauf? Da ist wieder ein Etikett drauf, weil das wahrscheinlich wieder importiert ist. Und damit sie jetzt Pfand abziehen können, haben sie extra hier diesen Dings drauf gezimmert. K-Strawberry Soda, Fruchtgeschmack, Kohlensäure, schwarze Karotte, Kartamusextrakt, kenne ich nicht. Kommt aus Bissingen. Wer kennt sich in Bissingen aus? Ich nehme an, ich muss aufpassen. Pupsi möchte die auch probieren. Das heißt, ich darf die zwar jetzt aufmachen, ich muss aber einen ganz kleinen Schluck in der Dose drin lassen, dass die das dann auch noch probieren kann. So, füllen wir mal hier ein. Das ist Strawberry. Da wartet man natürlich drauf, dass da was Rotes rauskommt. Es sieht auch rot aus. Ich darf nur, wie gesagt, nicht alles komplett einfüllen. Jetzt ist hier noch ein kleiner Schluck drin. Das sind 330 Milliliter. Ich glaube, insgesamt passen 600 Milliliter in das Glas. Ich könnte also 60 Milliliter insgesamt weglassen. Das sieht doch schon mal gut aus. Ein Strawberry Soda in einem roten Glas. Wir füllen aber das zweite auch direkt ein. Tropical Crush. Hier steht nämlich drauf, auch Fruchtgeschmack. Farbstoff. Hey, ich habe da irgendwie gar keine andere Zutat. Ich weiß also nicht genau, was es ist. Die Dose geht auf jeden Fall besser auf als die erste. Wir füllen wieder ein. Und ich dachte, hier kommt was Grünes, aber das sieht doch eher gelblich aus. Einfüllen, das wird eine richtig schöne gelbe Farbe. Ich glaube, so eine schöne gelbe Farbe habe ich noch nie gehabt. Jetzt muss ich die mal vergleichen, dass die ungefähr gleich sind. Da ist noch ein Schwätzer drin, da ist noch ein Schwätzer drin. Für das Thumbnail schaffen wir es vielleicht trotzdem, beide Dosen nochmal zu positionieren, hochzuhalten mit den Gläsern, dass das noch krasser aussieht. Ja, irgendwie sieht das total dämlich aus, merke ich gerade. Also irgendwie funktioniert das nicht so. Man müsste eigentlich die zwei Gläser zeigen, weil die zwei Gläser sehen gut aus. Man müsste die zwei Dosen zeigen. Man müsste am besten, man zeigt immer nur die Dosen. Und wie das dann im Glas aussieht, das seht ihr dann, wenn ihr auf das Video drückt. Das stellen wir mal kurz wieder weg. Und kommen wir mal kurz zum Strawberry. Strawberry Soda. Das ist natürlich mit Kohlensäure. Ich erwarte jetzt eine schöne Erdbeerlimonade. Hat auf jeden Fall einen guten Erdbeer-Touch. Die Erdbeer kommt an, die trifft dich fruchtig. Das schmeckt auch nicht so künstlich. Erdbeer ist immer so ein Ding, entweder schmeckt es oder es schmeckt halt absolut gar nicht. Hier hast du einen guten Erdbeergeschmack erstmal. Es prickelt auch schön auf der Zunge, es kratzt aber nicht im Hals, ist also auch nicht zu viel Kohlensäure. Es ist auch gekühlt, das heißt, es schmeckt gerade richtig gut. Und weiß ich nicht, ich kann eigentlich nichts Negatives sagen. Das heißt, das ist eine richtig gute Erdbeersoda, würde ich sogar nochmal kaufen. Ich glaube, damals die andere, die das Blaue, diese Cola, die sie da hatten, die fand ich auch ganz gut. Deswegen, Strawberry Soda von K-Sparkling ist eine richtig gute Sache, würde ich nochmal nehmen. Ich darf jetzt nicht zu viel trinken, denn ich möchte ja beides dann vermischen. Obwohl ich gerne jetzt das gerade ausgetrunken hätte, weil ich finde, dass es halt richtig gut schmeckt. Schöne Farbe, guter Geschmack, nicht zu künstlich, Kohlensäure da.
wahrscheinlich ohne Süßungsmittel auch, einfach mit richtigem Zucker, so wie das sein muss. Also zum Gönnen, Genießen zwischendurch geht das. Kommen wir zum Tropical Crush. Da warte ich jetzt hier Inselfeeling. Das ist gelb in einem Glas drin. Probieren wir mal. Riech mal. Oh, ich hab dran gerochen. Ich riech mal kurz nochmal an der Erdbeere. Erdbeere riecht wirklich so, wie es schmeckt. Das hier riecht mega abartig. Oh, richtig wie, als hätte jemand eine vergammelte Zitrone, die schon richtig muffig mit Pelz ist, irgendwo in einen Schulranzen gepackt. Und nach 10 Jahren, wo du aus der Schule raus bist, merkst du, die ist immer noch drin. Die haben die schon aber vergammelt da reingelegt. So riecht das. Boah, das riecht auf jeden Fall nicht gut. Also, oder wie eine verschimmelte Mandarine, könnte man auch sagen, wenn da eine im Netz liegen geblieben ist. Wenn das auch so schmeckt, wie es riecht, dann sehe ich schwarz. Wir probieren mal kurz. Okay, es riecht schlimmer, als es schmeckt. Es schmeckt aber trotzdem nicht gut. Das heißt, das Erdbeer ist der klare Favorit. Kauft euch Kay Sparkling Strawberry Soda. Probiert das mal. Das habe ich im Marktkauf entdeckt in Rudolstadt. Kauft euch nicht Tropical Crush, denn das schmeckt richtig komisch, richtig muffig, richtig vergammelt. Also... ich glaube, das soll eine ganz leichte Kokosnote mit haben, auch irgendwas im Ananasbereich, vielleicht irgendwas von Mandarine, Clementine, irgendwas so in die Richtung. Schmeckt mir leider gar nicht, die Kombination ist richtig komisch. Jetzt füllen wir die zwei zusammen. Wollen wir das Gelbe in das Rote oder das Rote in das Gelbe? Wir schütten das Rote ein, weil die Mütze rot ist. Unten der Schlüpper ist gelb, die Mütze ist rot, das kommt von oben nach unten, zack. So, das wird jetzt hier schön blutorange. Das sieht gut aus, haben wir jetzt beide kombiniert. Gucken uns das nochmal an. Jetzt ist es nicht mehr so tiefrot. Jetzt ist es ein, für mich hier, orange. Auf der Kamera sieht es gerade trotzdem immer noch rot aus. Riecht jetzt halt wie vergammelte, frische, süße Erdbeere, weil es hat einfach beide die Gerüche hat es jetzt vermischt. Und jetzt ziehen wir das mal kurz weg und gucken mal, wie das schmeckt. Zusammen schmeckt da sogar einigermaßen annehmbar, weil dieser muffige Geschmack kommt nicht so sehr durch. Dieses Erdbeerige überdünnt das ein bisschen, dann ist das schon besser. Aber das Erdbeer allein hat immer noch am besten geschmeckt. Würde ich doch mal kaufen, habe ich gesagt, stehe ich auch dahinter. Was mir positiv aber auffällt bei beiden, was ich nochmal anmerken muss, ist der Kohlensäureanteil. Da ist nicht zu viel drin, da ist nicht zu wenig drin. Das wirkt wirklich schön prickelnd, erfrischend. Das bitzelt ein bisschen, aber du hast nicht nur Schaum im Mund, wie das sonst immer bei Coca-Cola ist, deswegen das passt. Also gönnt euch das, wenn ihr was Erfrischendes wollt, lasst das andere aber liegen oder guckt mal, ob es noch mehr Sorten davon gibt. Wie sieht's bei euch aus? Kennt ihr A Taste of the Caribbean? Kay Sparkling? Dann schreibt's mal in die Kommentare, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.